Julius, also, jetzt ist Check-in-Zeit. Jetzt wird eingecheckt. Und dann geht es nach Genf. Einige Schwarzgelder werden rübergebracht, auf die Schweizer Konten platziert. Und so, dass man auch unsere Namen auf schönen Listen wiederfindet. Bei der nächsten Exklusivfolge. So, amigos, wir sind jetzt hier in Genf gelandet. Ja, klar, natürlich. No, nothing, we don't need that. Ja, und wie das heißt, man, das eigentlich immer von mir jetzt gewohnt ist, muss ich immer mit Chauffeur abgeholt werden. So ist es auch heute hier, da. Ich habe zu viele Punkte mittlerweile. Ich habe mehr Punkte als Bayern München. So, jetzt kennen wir auch endlich den Namen. Die Geneva International Motor Show. Gut, let's go to Mansory. Ab 16. Kann ich meine Kinder nicht geben? Doch, kannst du geben. Das ist. Bist du sicher? Der deutsche 16 sind iranische 6. So, amigos, wir sind jetzt hier gerade am Stand von Mansory an der Genfer Automesse, Genfer Autosalon. Und wir schauen uns jetzt mal die Autos an. Das hier ist der Range Rover Mansory. Guckt euch den mal an. Die Felgen sehen geil aus. Auch hier diese blauen Striche. Sehr, sehr geil. Viel Carbon. Alles, also überall, wo ihr dieses Muster seht, ist Carbon. So, glaube ich, genug Platz. Warte kurz. Ficken könnte man hier auch. So. Und hier sehen wir den Bentley. Und Bentley ist nicht nur der Name eines Songs auf meinem Album, sondern einer der geilsten Autos überhaupt. Das sieht aus wie Stoff, ne? Mhm. Ist aber Carbon. Holz in Carbon. Das ist geil, Alter. Also ich glaube, mit dem Wagen, da kann man sogar in Amerika eine der Kardashians zerknallen, wenn die einmal sehen. So. Sogar eine von denen kannst du klar machen mit so einem Auto. Den Wagen würde ich jetzt hier schon ganz klar umtaufen auf Rqhev Magnet. Das ist der Rqhev Magnet. Bentley Modell Rqhev Magnet. Hier auch. Hier sieht man aber, hier mit dem Liegen wird schwer, weil man hier natürlich hier so eine Mittelkonsole hat. Hier ist auch nochmal ein verstecktes Fach, wo man das eine oder andere nach einer Hollandreise verstecken könnte. Ich weiß aber jetzt nicht was. Hier muss halt die Frau auf einen reiten, ne? Das ist halt gut, und im Sommer so mit einer offenen Tür kann man so ein Bein hier so machen und dann zieht man die alte so durch. Schon auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Wagen. Ja, jetzt übernehme ich mal die Tür, die Arbeit, die sonst mein Chauffeur erledigt. Angenommen, ich wäre jetzt der Chauffeur. Vom Innen, ne? Der ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Der ist richtig brutal. Der zersägt richtig. Guck dir das mal an hier, das Goldene. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache. Was gemacht? Der ist richtig, richtig geil.
einer der schönsten Autos von innen, die ich je gesehen habe. Und von außen natürlich auch, aber ich meine jetzt besonders innen. Sehr, sehr markant. Der Auspuff. Auspuff wie das, woher ich Samstag nachts rauskomme. Und hier, der Wagen sieht von innen aus wie die Boxershot des einen oder anderen. Gelb-schwarz, nur halt nicht so schön designt. Ne? Ich weiß ja, dass Pierre-Emerick Aubameyang auf Auto steht. Und hier schwarz-gelb, ist glaube ich was für den. Pierre-Emerick Aubameyang, if you see this car, buy it, it's a good car, it looks good. And I know you are a Dortmund player and I know you like nice cars. Take this car, it's good, but give me provision when you buy it. No, cool. Ja, auf jeden Fall mega. Ich würde mal gerne wissen, wie viel der fährt. Das hier noch ordentlich Chip-Tuning. Hier kann man auch einstellen. Race. Also das heißt, wenn man durch eine Unterführung fährt auf Race, Sport und Wet. Wet steht in diesem Fall nicht für die Beifahrerin, wenn ihr mal eine habt, sondern für, ob die Straße nass ist. Weil ich müsste dann meistens auf Wet fahren, weil neben mir immer eine feuchte Beifahrerin am Start ist. Ich sitze tief drin, wie arge Empfänger in Schulden. Die sind da auch tief drin. Der Wagen ist eng, was man natürlich nicht von der Muschi der einen oder anderen Schlampe sagen kann. Hier auch. Größer als der Fernseher des einen oder anderen AG-Empfängers. Also wer mit so einem Wagen hat und nicht fickt, der kann sich, der braucht nicht mehr zu leben. Der soll nur noch Puff gehen. So, jetzt schauen wir uns den hier mal an. Fangen wir mal von draußen wieder an. Guck mal, das ist immer brutal, ne? Diese ganzen Carbon-Details hier, die sehen schon übertrieben krass aus. Muss man echt sagen. Das sieht schon echt unnormal aus. Guck mal hier. Super geil hier auch, Carbon. Sehr, sehr geil. Sieht mega aus. Ne? Guck mal, allein diese ganzen Carbon-Details. Man muss auch immer überlegen, die Farben kann man sich so individuell wie möglich selber auch gestalten. Das ist ja das Geile daran. Also das heißt, du kannst hier die Nahten, hier, du kannst alles komplett durchgehen, kriegst Vorschläge und kannst dich dann selber entscheiden. Das ist schon mega. Ist natürlich wieder perfekt. Warum? Genug Platz. Also hier ist so viel Platz, hier könnte man sogar Cindy aus Marzahn ficken. Nicht, dass ich es tun würde, aber der eine oder andere da draußen. Die sind ja manche, viele unter euch sind jetzt zu faul zum Wichsen. Die Außenstärke. So, jetzt hier. Ja, mega geil gemacht. Der ist eigentlich, außer von den Farben her, genau wie meiner. Heute und hier. Könnte man aber theoretisch sogar schlafen, würde ich mal sagen, ne? Oder? Sieht auf jeden Fall gut danach aus. Also Ferit, für den afrikanischen Hüpfig, den du öfters machst, wird der Platz auf jeden Fall reichen, ja. Für den afrikanischen Hüpfig. Der wird öfters gemacht. Der afrikanische Hüpfig, der ist gut und also hier ist genug Platz für ein Gangbang, würde ich mal sagen. Und auch zum Wohnen, ne?
Also der, hier der hintere Raum ist größer als eine Knastzelle, würde ich jetzt mal so behaupten. Sehr, sehr geil. So Leute, das war's von mir und meiner Rundführung zu den Mansori-Autos. Ihr wisst Bescheid.